Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück hier zu Okami HD. Wir sind momentan im Dorf Webken oder wie auch immer es genau heißt und suchen immer noch verzweifelt nach irgendwelchen Anzeichen von Leben. Hier ist alles eingefroren und ziemlich tot, sogar der Wasserfall. Und ja, bis jetzt sieht es nicht so gut aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da noch was finden. Jetzt buddeln wir erstmal hier und füttern und dann geht's weiter. Ein bisschen Luft ist noch, also es gibt noch auf diesem kleinen Hang, der da gleich nach oben führt, gibt's noch mal ein Häuschen. Vielleicht kommt man da irgendwo rein. Wird sich zeigen. So, jetzt füttern wir aber erstmal noch. Und dann geht das weiter hier. So, nicht runterfallen, Amy. Waren wir da vorne schon unten? Ja, das war ja hier, wo die Kiste war. Okay. Gehen wir weiter. Man hätte also auch einfach ums Haus rumlaufen können. Man muss sich nicht wie ich todesmutig immer von irgendwelchen Klippen stürzen. Das bringt einen nicht unbedingt weiter. So, das sieht doch hier jetzt nach letzter... Oh ne, es geht noch weiter. Na, mal gucken. Hey Amy, komm schon, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Ja, weiß ich doch. Geht denn das Türchen hier auf? Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Also hier geht auch nichts. Ich guck mal gerade, ob man ums Haus rumlaufen kann. Meistens verbergen sich da ja schöne Sachen. Na gut, manchmal auch nicht, aber die Chance war groß. So, dann geht's hier noch hoch. Das sieht doch lebendig aus. Ich muss sagen, es erinnert mich irgendwie an so ein Gebiet in Gothic 3, da oben in dem Nordlanden. Das ist auch so ähnlich. Hallo? Samikel. Halt! Wer ist da? Das ist das Haus des Dorfältesten. Wenn du irgendwas vom Ältesten möchtest, dann musst du dich an mich wenden. Ich bin Samikel. Geiler Name, Junge. Der beste Krieger des Euna-Stamms. Du siehst auch voll so super übel aus, so. Euna-Krieger Samikel. Meine Güte, was glaubt er, wer er ist? Nun, zumindest haben wir jemanden aus dem Dorf getroffen. Also was machst du hier, so allein im Schneesturm? Hm? Diese freche Stimme. Bist du das, Isun? Was um alles in der Welt machst du mit diesem seltsamen weißen Wolf? Das geht dich nichts an, Kumpel. Aber was ist denn mit dem Dorf los? Es ist ja eine Katastrophe. Stimmt es, dass Dämonen den Ezufuji übernommen haben? Du musst schon seit einer Weile weg sein, wenn du das nicht weißt. Heb dir deine Fragen auf, bis du in deinem eigenen Dorf bist. Aber natürlich nur, wenn es noch nicht bereits vom Schnee begraben worden ist. Ah, und nimm auch diesen verdächtig aussehenden Wolf mit dir mit. Warum, du Kleiner? Wir sind fertig mit dir. Lass uns jetzt in das Haus des Häuptlings. Nein, du kannst nicht passieren. Normalerweise lassen wir Fremde noch nicht einmal ins Dorf rein. Und ich habe den Dorfbewohnern gesagt, sie sollen keine Fremden in ihre Häuser lassen. Sie werden mir gehorchen. Deswegen kam ich in kein Haus rein. Weil ich Samikel bin, Häuptling von Webka. Und jetzt verschwinde. Ey, er sieht ja wohl cool aus. Ist ja gut, ich... Kann ich mich ihm stellen? Ich muss mal gerade gucken. Verschwinde sofort! Okay, können wir nicht. Also hier scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Wir haben ein Dead End erreicht. Mal sehen, geht's hier noch irgendwie lang? Dieser Pfad führt nach Ezufuji, einem Paar heiliger Berge. Ich wette, die Tore sind fest verschlossen, um Dämonen draußen zu halten. Ja, dann geht das hier wohl auch nicht weiter. Na, dann sind wir ja aufgeschmissen und müssen wohl erstmal in die andere Richtung. Dann werden wir das tun. Kann ich hier abkürzen? Jo, kann ich. Njups. Njups. Kann man hier, wahrscheinlich kann man hier auch irgendwie... Nee, kann man nicht. Ich dachte, ich komme hier vielleicht über die Steine schnell nach oben, aber nix ist. Gut, ich speichere mal fix nochmal wieder und dann machen wir uns halt auf in die andere Richtung. Da gab es auch noch einen Weg, der irgendwo hingeführt hat. Schauen wir mal, wo der hinführt, ne? Gucken wir mal. Fangen wir wieder hier oben an. Das war jetzt ja nicht sonderlich von Erfolg gekrönt, dieses Dorf. Aber wir haben immerhin viel Glaube erhalten. Immerhin etwas. So, dann mal nix wie zurück. Kai. Oh, der sieht ja niedlich aus. Hey, warte! Hä? Kommt Kai angerannt. Ihr beiden, wartet mal!
Mich trifft der Schlag. Ich hab dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Isun, bist du das? Ich dachte, ich hätte dich mit Samike reden gehört. Ich dachte mir, ich komm mal zurück und guck mir an, wie die Dinge hier stehen. Ich kann nicht glauben, was mit dem Dorf passiert ist, seit ich gegangen bin. Und dieser Samike ist so verbohrt wie immer. Wann ist der denn Häuptling geworden? Nun, es ist eine Menge geschehen im letzten Jahr. Aber du wirst erfrieren, wenn du zu lange draußen bleibst. Warum kommt ihr nicht zu mir und erholt euch dort? Und bringt auch dein weißen Wolf mit. Sehr niedlich. Ach, schön ist es hier. Was seid ihr denn jetzt eigentlich für Viecher? Irgendwie sehen die ja doch so ein bisschen wolfsmäßig aus, aber dann sind die ja doch keine Wölfe oder Viecher, sondern irgendwie, ich weiß es nicht so genau, aber cool ist es. Schnacken wir erstmal mit dir, mit Kai. Buah, zumindest ist es hier drin nicht so kalt. Es ist ja wirklich schon eine Ewigkeit her, nicht wahr, Isun? Und es ist mir auch ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Wolfi. Ich bin Kai. Hi Kai, euer Mädchen Kai. Das hier ist Amaterasu, auch als Nicht-Bade Amy bekannt. Ja, aber lass uns mal gleich zur Sache kommen. Es gibt so viel, was ich dich fragen möchte. Zuallererst wegen dieser Dämonen, die Kamui plagen. Was zur Hölle hat die denn freigesetzt? Das weiß niemand so genau. Also wieder Story. Diese Zwillingsdämonen, Lerku und Nerku, waren schon vor vielen Jahren von einem mutigen Oina-Helden gebannt worden. Und sie waren seitdem im Wavku-Schrein versiegelt. Dann eines Tages erschienen sie wieder und liefen amok. Ein schrecklicher Schneesturm kam über Kamui. Kemu ging raus zu dem Schrein auf der Spitze des Esufuji, um sie zu beschwichtigen. Aber sie haben ihn beinahe getötet. Er hatte keine Chance gegen ihre böse Magie. Schmickel schaffte es gerade noch rechtzeitig, ihn da rauszuholen. Dann wurden sie sogar noch wilder und machten aus dem Esufuji einen Gletscher. Sie entfesselten einen Schneesturm, um Kamui unter Schnee und Eis zu begraben. Häuptling Samike versucht, das Dorf zu beschützen, solange Kemu sich erholt. Aber es gibt nichts, was wir gegen diese Dämonen unternehmen können. Ihr steckt wirklich in Schwierigkeiten. Wenn die Gebete des alten Kemu nicht funktionieren, am Tag bevor die Zwillingsdämonen kamen, hörten wir etwas, das sich wie ein Erdbeben vom Shinju-Feld im Süden anhörte. An diesem schicksalshaften Tag erklärte Kemu, dass die bösen Kräfte aus dem Süden hier nach Kamui gekommen seien. Kamui wird manchmal das Land der versteckten Finsternis genannt. Und es gibt eine Legende, die besagt, alle Dämonen stammen aus diesem Land hier. Ich frage mich, ob jetzt alle Dämonen der Welt zurück nach Kamui kommen. Ein schwarzer Schatten kam aus dem Süden neulich hierher geflogen und verschwand im Wakwu-Schrein, als ob er verschluckt worden wäre. Und ich habe den Eindruck, dass der Schneesturm seitdem schlimmer geworden ist. Okay, hören wir uns das Ganze mal noch weiter an. Kai, da gibt's noch etwas, das ich dich fragen möchte. Was macht Oki mit dem heiligen Schwert Kuton? Ich sah ihn damit außerhalb des Dorfes. Wie konnte der alte Kemu ihm das Schwert in Zeiten wie diesen nur nehmen lassen? Oh, du hast Oki getroffen. Er ging mit unserem heiligen Schwert an dem Morgen weg, als alles anfing. Sobald Samike gewählt worden war, um Kimus Platz als Häuptling einzunehmen, nahm Oki einfach das Schwert ohne Erlaubnis. Die Leute aus dem Dorf haben versucht, ihn zu überzeugen, es zurückzubringen, aber Oki hat sie weggejagt. Er sagte, er wird die Dämonen alleine besiegen. Ja, voll der Plan, ey. Er ist einfach mit dem heiligen Schwert weggegangen? Er hat nicht einmal um Erlaubnis gefragt? Nun, jeder muss zugeben, dass Oki ein großer Krieger ist. Sogar Samike tut das.
Aber es ist unmöglich, dass er diese Dämonen alle ganz alleine besiegt. Ich habe einfach nicht verstanden, warum er es getan hat. Und werde das auch nie verstehen. Eine letzte Sache, Kai. Es ist wegen Samickel. Er scheint unglaublich nervös wegen dem Schutz für Kimu zu sein. Ist es wegen Oki oder etwas anderem? Nun, jeder ist sauer auf Oki, weil er sich das Schwert einfach so genommen hat. Aber du weißt ja, nun, Samickel würde es nie zugeben, aber er glaubt an Oki mehr als jeder andere. Er ist davon überzeugt, dass Oki zurückkommen und dem Dorf helfen wird. Und warum muss er uns dann so anschnauzen? Er hat sogar dem Fellknäuel hier gesagt, sie soll verschwinden. Nun, am Tag, nachdem das Dorf von den Dämonen angegriffen worden war, verschwand Lika. Lika? Lika, deine... Genau, meine kleine Schwester. Wir haben das Dorf und die Umgebung durchkämmt. Aber wir konnten sie nicht finden. Sie ist einfach verschwunden. Nicht auch noch die arme kleine Lika. Was sollten die Dämonen für ein Interesse an so einem kleinen Mädchen haben? Wir sind uns da gar nicht sicher, ob die Dämonen hinter ihrem Verschwinden stecken. Aber sie hätten sicher einen Grund gehabt, sie zu entführen. Weißt du, Lika hält das Schicksal dieses Dorfes in ihren Händen. Das Schicksal dieses Dorfes? Jetzt heult auch noch ein Wolf. Das war Kimus Gebrüll. Er ruft nach dir, Isun. Er will euch beide sehen. Ja, dann gehen wir doch mal. Ist er denn jetzt hier in der Dorfmitte oder wo finden wir den guten Mann? Irgendwo muss er ja sein. Hier nicht. Wenn er noch da ist, wo er vorhin war, dann müssen wir hier wieder durch. Schauen wir einfach mal. Hey, wohin willst du denn gehen, Fellknäuel? Wir sollten lieber los den alten Kimu sehen, bevor er noch den Löffel abgibt. Ich dachte, der wäre irgendwo draußen. Na, dann suchen wir ihn mal. Wo ist er denn? Können wir jetzt wieder in Häuser rein, oder? Okay, irgendwo muss er ja sein. Oder war das der vor Savickel? Das war doch der vor Savickel. Ja, Moment, wir müssen da hoch zu Savickel und dann lässt er uns jetzt durch, weil der alte Kimu uns gerufen hat. So wird das wohl sein. Na, dann mal los. Nix wie hinauf. Was hat man dann, wenn man so ein schlechtes Namensgedächtnis hat und sich nicht merken kann, wie, wo, wer, wann, was heißt. Ne? So, oh, da hat das kurz mal hier gezuckt. So, dalle. Ja, bist jetzt böse, wa? Was willst du? Hast du noch irgendwas zu sagen? Der Älteste möchte den weißen Wolf sehen. Ihr könnt eintreten. Nun, das wurde aber auch Zeit. Aus dem Weg, du Trottel. Ja, beschwer dich doch. Aber cool seht ihr alle aus, das muss ich echt schon sagen. Was ein cooles Volk hier. Ist schon awesome. Okay. Kimu, das sieht so ein bisschen waschbärmäßig aus. Das ist der Dorfälteste? Der alte Kimu, aber sieht fast so aus, als hätte er schon den Löffel abgegeben. Wie viele Male hat dieses Großväterchen hier mir schon den Hintern versohlt? Scheiße. Kiro, was ist los? Bah, jetzt ist nicht die Zeit, von der Vergangenheit zu träumen. Wer hat denn schlecht über mich gesprochen? Sieht so aus, als ob da ein paar Hintern zu versohlen wären. Wir müssen zur Seite. Ja, scheiße. Das lassen wir uns nicht gefallen. Was ist passiert? War das ein Traum? Nee, du hast echt versucht, uns den Po zu versohlen, aber wir sind dir jetzt nicht böse. Habe ich schon wieder geschlafwandelt? Meine Güte, dieser alte Schnarchsack versohlt sogar auch im Schlaf irgendwelchen Hinterteile. Ah, ist das der kleine Isun? Dann habe ich also nicht geträumt. Webka-Dorfältester Kimu. Ich dachte, ich hätte Samickel draußen mit jemandem reden hören. Ich muss schon sagen, Isun, wie du gewachsen bist. Ja, die 2 mm, fast gar nicht, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ah, hör schon auf, Großväterchen. Hast du uns rufen lassen?
weil du jemanden gesucht hast, dem du eins verpassen kannst? Ach ja, lass uns zum Geschäft kommen, okay? Es ist der weiße Wolf, mit dem ich sprechen wollte. Du hast das bestimmt bereits von Kai gehört, aber ihre kleine Schwester, Lika, wird vermisst. Ja, das wissen wir. Sie verschwand ungefähr zu der Zeit, als die Dämonen anfingen, Amok zu laufen. Genau. Und ihr Verschwinden bedroht die Existenz von unserem Dorf. Das musst du mir jetzt mal genauer erklären, alter Sack. Kai hat auch so etwas gesagt. Ich verstehe, warum du besorgt bist, aber denkst du nicht, dass ihr da ein bisschen übertreibt? Nein, wir übertreiben nicht. Und außerdem, du bist schon so lange weg. Woher solltest du das denn überhaupt wissen? Lika hat erstaunliche übernatürliche Kräfte gewonnen. Weit stärker als meine eigenen. Ihre Kraft ist der Schlüssel, um das Land von Kamui zu retten. Das musst du jetzt erklären. Hä? Glaubst du wirklich, dass Likas Kraft diese Dämonen besiegen kann? Das nicht. Wir brauchen ihre Kraft aus einem anderen Grund. Es ist wegen Isufuji, der Schutzgottheit von Kamui. Isufuji? Wie du weißt, wird Isufuji von zwei aktiven Vulkanen gebildet. Jedes Jahr vollführe ich die Vulkanbeschwörung. Das löst eine Eruption aus, die das kalte Land von Kamui aufwärmt. Ach, so macht ihr das. Ich wollte schon fragen, wie ihr hier überhaupt überlebt. Aber die Kraft der Dämonen haben Isufuji in einen eisigen Schlaf versetzt. Tag für Tag wird Kamui schwächer und schwächer, kälter und kälter. Wenn Lika nicht bald hier ist, um die Vulkanbeschwörung durchzuführen, dann wird das Land von Kamui für uns alle zum eisigen Grab. Das klingt ja nicht sonderlich, naja. Warum führst du die Beschwörung nicht selber durch, alter Mann? Ich würde es tun, wenn ich könnte. Aber ich habe nicht mehr die Stärke, in diesem wilden Schneesturm die Gebete zu rezitieren. Irgendeine Idee, wo Lika sein könnte? Das ist das Problem. Wir haben schon überall nach ihr gesucht, ohne Erfolg. Aber einen Ort gibt es, wo wir noch nicht gesucht haben. Wo? Josfet, der mysteriöse Wald der Täuschung. Ich habe einen schwachen Dufthauch von Lika aus Josfet aufgefangen. Immerhin habe ich die beste Nase von allen aus dem Euner-Stamm. Ich schätze, sie könnte hier irgendwo auf deiner Karte sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt gerade? Alles klar. Ich würde gerne den Wald durchsuchen lassen. Und du machst wohl Witze. Ich würde nicht einmal in die Nähe von dem Ort gehen. Oh, weißer Wolf. Du bist unsere letzte Hoffnung. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Nicht ich. Häuptling Samickel muss hier bleiben und das Dorf beschützen. Und Oki hat das Dorf wegen irgendeiner dummen Erledigung verlassen. Du bist die letzte verbliebene Hoffnung. Warte mal, alter Mann. Weißt du überhaupt, wer dieses Felknäuel ist? Unterbrich mich nicht, kleiner Geist. Dieser reine weiße Pelz, diese roten Zeichen und dieses göttliche Instrument. Das ist niemand anderes als der legendäre Wolf Shiranui. Dieser Name ist weit und breit bekannt, sogar hier im fernen Kamui. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass dieser legendäre Wolf noch lebt. Nun, eigentlich ist das hier... Shiranui, bitte, du musst uns helfen. Lika muss bald die Vulkanbeschwörung durchführen. Ohne sie wird das Land von Kamui ein eisiges Grab werden. Ich bitte dich, du musst Lika finden. Ich hätte die Dorfbewohner gewarnt, sich vor Fremden in Acht zu nehmen. Aber ich werde für euch eine besondere Ausnahme machen. Ja, ist ja gut. Ruhig. Und ich werde das Tor öffnen, das zum Lochoisi-See führt. Du solltest erst alles holen, was du brauchst, bevor du aufbrichst. Klingt, als würde es schwer werden. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen dann... Nee, wir machen nicht hier einen Break. Wir gehen noch direkt runter ins... Komm, wir gehen noch zum Speicherpunkt. Oh je.
Ich glaube, jetzt habe ich doch noch was getriggert. Ah, nee, da geht's jetzt... Da geht's zum See. Okay, aber bevor wir dann zum See aufbrechen, wird jetzt erstmal noch gespeichert. So, während ich zum Speicherpunkt laufe, bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gern unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Und inzwischen auch wieder der Kiro.